نفوس تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور، الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور، بنفوس تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور، الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء والتي تقطع الرجاء والتي تحبس الدعاء. اللهم آمين يا رب العالمين. Liebe Geschwister, nuhibbukum fillah. Wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Und für uns ist das eine große Ehre, vor Menschen zu stehen, die ihren Herrn Allah azza wa jal erkannt haben. Und wie einer der Salaf sagte, عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي وَلَوْلَا رَبِّي مَا عَرَفْتُ رَبِّي. Ich habe meinen Herrn erkannt, Allah subhanahu wa ta'ala, weil er mir auch die Gnade gegeben hat, ihn zu erkennen. Und hätte Allah mich ihn nicht erkennen lassen, so hätte ich ihn nicht gekannt. Allahu Akbar. Wie viele Leute es gibt, die in dieser Zeit immer noch ihren Herrn Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Und noch mehr, die nicht nur Allah azza wa jal kennen, sondern die ihn dienen, wie es Allah azza wa jal gebührt. Und er, der Erhabene, sagt uns im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und er sagt uns, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Wir haben die Himmel und die Erden und was dazwischen ist, nicht zum Spiel erschaffen. Dieses hat Allah Azza wa Jal mit Recht und Wahrheit erschaffen, damit wir ihn dienen. Was möchte ich mit diesen Wörtern aussagen? Wir haben einen Herrn, Allah Azza wa Jal, der uns in diesem Leben vorgegeben hat, wie wir zu leben haben. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, alle meine Taten und mein Leben und mein Leben und mein Tod gehören Allah. Wir haben ein Leben zu leben, nicht wie wir es leben wollen, wie es uns gefällt, dass wir nach unseren Gelüsten trachten, sondern wir haben ein Leben nach den Richtlinien, die Allah Azza wa Jal uns vorgegeben hat. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. Glaubt der Mensch, dass er sich einfach so selber überlassen wird? Er lebt, wie er will, er macht, was er will, er tut, was er will. لَا جَنَّةُ وَلَا نَارُ. Weder gibt es ein Paradies noch ein Höllenfeuer bei Allah. So hat Allah Azza wa Jal niemals den Menschen auferlegt zu leben. Allah Azza wa Jal sagt, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und bei deinem Herrn, wir werden sie alle befragen am Tage der Auferstehung. Allahumma najjina minan nar ya rabbal alamin. Wir werden sie alle befragen, die Diener, am Tage der Auferstehung. Über was? Über das, was sie getan haben. Wenn wir tun könnten, was wir wollten, warum soll Allah uns befragen? Welchen Sinn hat die Befragung? Welchen Sinn, ja, Ikhwan? Und wir haben einen freien Willen. Dieser Wille, dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen. Denn für Dinge, die Allah Azza wa Jal dir aufgezwungen hat, kommst du als Junge oder als Mädchen zur Welt. Welche Nationalität hast du? Wer sind deine Eltern? Dieses ist nicht in deiner Hand. Deswegen wird Allah Azza wa Jal dich nicht nach solchen Sachen niemals abrechnen, sondern er rechnet dich für das ab, was du auch als Entscheidung in deinem Leben vorgenommen hast oder ihn ablassen. Und ich möchte heute über dieses heiße Wetter sprechen. Und wie viele Sünden einhergehen mit so einem Wetter. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Welt zu einem Prüfungsort gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Sachen gelassen, die halal sind, erlaubt. Und er hat uns aber auch Sachen verboten, die uns und der Gesellschaft und unserem Jenseits schaden. Und wir sehen, dass viele Leute bei so einem Wetter, weil es heiß ist, die Grenzen Allahs missachten.
Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Und dieses sind die Grenzen Allahs, darum kommt ihm nicht zu nah. Das sind die Grenzen Allahs, pass auf, dass du diese Grenzen Allahs Azza wa Jalla nicht überschreitest. Ya Akhi wa Ya Ukhti, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns barmherzig sein. Wir wollen Allah gefallen, nicht den Menschen. Und auch wenn uns manche Sachen schwerfallen, so ist die Liebe zu Allah größer als unser Genuss und als unser Abmühen in dieser Dunya. Auch wenn uns die Sachen schwerfallen, wir müssen uns an die Regeln halten. Bei diesem heißen Wetter siehst du, dass die Männer nicht richtig bekleidet sind. Und auch die Frauen nicht richtig bekleidet sind. Und sie begründen das mit dem heißen Wetter. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرًّا. Sprich, das Feuer in Jahannam ist noch heißer. Wenn das für uns heiß ist, ja, was ist Jahannam, wal-iyadu billah? Was ist Jahannam? Allah subhanahu wa ta'ala, er prüft uns hier. Natürlich sehen wir, dass die Menschen hier nackt herumlaufen, ganz gleich welcher Religion sie angehören. Und ganz gleich welcher Ideologie sie angehören. Aber wir Muslime vergessen niemals, Muslime zu sein. Wenn wir in unseren Häusern leben, leben wir als Muslime. Und wenn wir unsere Häuser verlassen, leben wir als Muslime. Und wenn wir Urlaub machen, wo auch immer es sein mag, leben wir ebenfalls als Muslime. Selbst wenn wir auf dem Mond leben würden, dürften wir die Grenzen Allahs nicht überschreiten. Das ist der Islam. Das ist der wahre Tawhid. Das ist das, was Allah Azza wa Jal von uns verlangt, ja Ikhwan. Wa barakallahu fikum. Wir sehen, dass Männer bei diesem Wetter sehr kurze Shorts anhaben. Ich rede natürlich über die Muslime, weil sie behaupten, an Allah Azza wa Jalla zu glauben. Und das geziemt sich nicht für einen Mann, dass er so kurze Shorts hat, dass man einen Großteil von seinen Oberschenkeln und auch vielleicht die sensible Aura sogar sieht, liebe Geschwister. Und die Gelehrten, Jumhurul Ulama, qalu, auratul rajuli mina surra ila al-rukbati. Die meisten gelehrten Fuqaha sagen, die Aura von einem Mann ist vom Bauchnabel bis zu den Knien. Vom Bauchnabel bis zu den Knien. Wobei der Bauchnabel und die Knien nicht eingeschlossen sind. Aber die Oberschenkel sind Aura. Die Oberschenkel gehören zu den Stellen, die niemand anderes sehen darf, außer deine Frau. Das solltest du wissen, O Diener Allahs. Denn es gibt Angelegenheiten, worüber die Muslime, die armen Muslime nicht informiert wurden. Und das sind Angelegenheiten, die wichtig sind. Wir präsentieren ein Bild draußen, liebe Geschwister. Die Nicht-Muslime sehen uns. Und wenn sie sehen, das sind Leute, die halten sich an ihre Religion, wallahi, dann werden wir Respekt von ihnen bekommen. Auch wenn sie es nicht immer offenkundig äußern, aber sie werden Respekt bekunden. Warum wird die muslimische Frau mit ihrem Hijab so angegriffen? Weil man hat Angst, dass viele Leute ihr folgen. Wenn man einmal die Tahara, die Reinheit kennenlernt, so wird man auch wissen, was das Gegenteil von dieser Reinheit ist. Möge Allah Azza wa Jalla uns immer auf den Guten belassen. Der Mann hat seine Aura vom Bauchnabel bis zu den Knien. Dieses muss bedeckt sein, O Diener Allahs. Wenn die Brust nicht mit eingeschlossen ist, beziehungsweise der Oberkörper, dann heißt das nicht, O Diener Allahs, dass du mit freiem Oberkörper herumlaufen solltest. Warum? Weil das hat mit Al-Adala zu tun, mit der Rechtschaffenheit. Ein Rechtschaffener tut so etwas nicht. Stellt euch vor, ich würde auf der Minbar stehen mit freiem Oberkörper. Wer würde mich ernst nehmen? Wer würde mich ernst nehmen, liebe Geschwister? Und wir sagen, es ist nicht verboten, mit freiem Oberkörper zu laufen, aber es gehört nicht zu der Rechtschaffenheit. Und im Gegenteil, wenn wir sehen, dass Leute des Übels so etwas machen, dann wird uns auch eine Sache, die ursprünglich erlaubt ist, verboten. Wenn wir sehen, dass Leute des Übels so etwas machen, dann wird uns eine Sache, die ursprünglich erlaubt ist, auch verboten. Weil wir damit wen ähneln? Die Leute des Übels. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer bekannten Überlieferung, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer ein Volk nachahmt, so gehört er zu diesem Volk. Das ist die Aura von einem Mann. Er darf diese Aura nicht entblößen. Nicht einmal vor anderen Männern. Allahu Akbar. Abu Bara, hast du dich versprochen? Männer unter sich dürfen auch ihre Aura, ihre sensible Aura nicht zeigen. Nein, höre, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. La yanzuru rajulu ila aurati rajul. Ein Mann darf nicht auf die Aura von einem anderen Mann schauen.
Was haben wir gesagt? Das, was über den Knien ist, das ist alles Aura, darauf darfst du nicht schauen, nicht einmal bei einem Mann. Du machst dich sündig da. Daher soll ein Mann bei dieser Aura bleiben, liebe Geschwister. Und die Aura von einer Frau, al-mar'atu kulluha Aura, die gesamte Frau ist Aura. Die Gelehrten haben nur einen Unterschied mit dem Gesicht und mit den Händen. Wenn dieses bedeckt ist, so sagen manche Gelehrte, dann ist sie erst richtig bekleidet. Und andere sagen, das Gesicht und die Hände gehören nicht dazu. Aber ansonsten ist sie von oben bis unten bedeckt, auch bei heißem Wetter. قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرَّ. Sprich, das Höllenfeuer ist noch heißer als dieses Wetter, was wir hier kennen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, Ikhwa, wenn wir genauso rumlaufen wie diejenigen, die nicht an Allah glauben, was sollte das Besondere an uns sein? Was sollte das Besondere an uns sein, wenn wir aussehen wie sie? Wenn wir dasselbe Verhalten haben wie sie? Und wenn wir uns anziehen wie sie? Warum sollten sie sich für deine Religion interessieren? لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. Sie haben ihre Religion und wir haben unsere Religion. Und das Besondere bei uns ist, dass man sehen soll, ein Muslim hat Scham. Hat Scham, ganz gleich, ob er unter den Menschen ist, ganz gleich, ob er zu Hause bei seiner Familie sitzt, ein Muslim bewahrt immer seine Scham. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, das haben wir durch diese Religion gelernt. At-Tahara, diese Reinheit, die viele Leute nicht wollen. Wir sind nicht Leute, die nackt vor unseren Kindern stehen. Wir sind nicht Leute, die nackt vor ihren Familienmitgliedern stehen. Wir sind nicht Leute, die sich unter den Menschen mischen und sich nackt präsentieren. Das hat uns der Islam verboten, sondern vielmehr sind wir Leute, die die Schamhaftigkeit lieben. Die die Schamhaftigkeit liebe. Und auch die Aura von einer Frau ist klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhan Nabi, qul li azwaji wa banati wa nisa'il mu'minin. O du Prophet, sprich zu deinen Frauen. Und die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Ijma' aller Gelehrten waren mit Niqab. Das heißt, weder war ihr Gesicht noch ihre Hände zu sehen, sie waren komplett bedeckt. Sprich zu deinen Frauen und sprich zu deinen Töchtern. Zu wem noch? Hat Allah hier gestoppt? Nein. Wa nisa'il mu'minin, und zu allen Frauen, yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Sie sollen sich mit Gewändern überdecken, damit ihre Reize nicht zu sehen sind. Bedeutet Gewänder über sich, sagt Allah azza wa jalla. 'Alayhin, nicht 'ala ru'usihin, sondern 'alayhin, über sich sollen sie Gewänder benutzen, die ihre gesamte Aura bedecken. Wa 'auratul mar'ati die Frau kulluha aura, sagen die Gelehrten, ist im Gesamten ein Aura. Mit Ausnahme der Gelehrten, die gesagt haben, das Gesicht und die Hände müssen bedeckt werden, und die anderen haben gesagt, nein, die können frei gelassen werden. Aber ansonsten ist die Frau von oben bis unten Aura. Auch ihre Füße sind nicht zu sehen. Auch ihre Füße sind nicht zu sehen. Und noch schlimmer, liebe Geschwister, wir sehen auch bei so einem Wetter, dass unsere Geschwister, und wir lieben sie für Allah, und ein Muslim schaut immer auf die anderen mit den Augen der Barmherzigkeit, so dass er ihnen ein guter Ratgeber ist. Und er vergisst es nicht, ihnen einen Ratschlag zu geben, aber gleichzeitig gehört er nicht zu denjenigen, die die Menschen beschimpfen, weil sie einen Fehler machen. Wir alle sind fehlerhaft. Allahumma tub alayna ya rabbal alamin. Aber unsere Aufgabe ist es, aufzuklären. Wir sehen Geschwister, die bei diesem Wetter zum Schwimmbad gehen. الذهاب إلى المسابح المختلطة. Und diese Schwimmbäder sind gemischt. Das heißt, wir begeben uns an Plätze, wo der Zorn Allahs herabgekommen ist. Wo der Zorn Allahs herabgekommen ist. Und ich möchte nicht meine Geschwister angreifen in dem Sinne, als dass sie das Gefühl haben, ich zweifle an ihrer Absicht. Viele Leute denken nicht darüber nach. Aber dennoch ist eine Tat, für die du abgerechnet wirst. Ganz gleich, mit welcher Absicht du das machst. Und dieses Gehen zu den Schwimmbädern ist das größte Übel, was wir hier erleben, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Nährt euch nicht der Unzucht, denn wahrlich, sie ist eine Abscheulichkeit und ein übler Weg. Wenn Allah diese Sache Abscheulichkeit nennt, dann darfst du nicht mehr sagen, meine Absicht ist gut. Und hier, dieser Vers ist ein gewaltiger Vers. Allah sagt nicht, la taznu, mach keine Sinna, sondern la taqrabu Sinna. Die Schritte zur Sinna sind allesamt verboten. Das heißt, Allah hat nicht nur die Sinna verboten, sondern auch
die Schritte. Ja, ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. O ihr, die ihr glaubt, nährt euch nicht den Schritten des Shaytan, denn wahrlich, er ist euch ein deutlicher Feind. Was passiert, wenn die Geschwister zum Schwimmbad gehen? Sie sehen viel nacktes Fleisch und sie sehen Dinge, die sie in Rage bringen, die ihre Hormone hochschießen lassen und das noch unter der heißen Sonne, wo sich Glückshormone bilden. Und dann sind sie mit ihrer Entscheidung, wie sie diesen Druck loswerden. Und das mündet fast immer im Haram. Entweder, dass man die Sinner macht oder, dass Leute, verzeiht mir, dann auch mit sich selber etwas machen, und ich möchte das Wort nicht aussprechen, oder dass die Leute diese Frauen direkt ansprechen oder die Frauen diese Männer ansprechen. Und Allah Azzawajal hat uns das verboten. Nährt euch nicht der Sinner. Was heißt nährt euch nicht der Sinner? Dass du einer Frau nachschaust, das ist Sinner. Das ist ein Teil von der Sinner. Du hast sie immer noch nicht berührt, nur von Weitem gesehen, angeschaut, mit Gelüst. Allah Azzawajal sagt, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Sprich zu den Gläubigen, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, im Koran, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bewahren. Das heißt, wenn du deine Blicke senkst, kommst du erst gar nicht dazu, deine Schamteile im Falschen, im Verbotenen zu benutzen. Allah hat uns das verboten. Aber wer wird seine Blicke senken im Schwimmbad? Von den Frauen und von den Männern, wo man so viel nacktes Fleisch um sich herum sieht. Das ist ein Ort der Fitna, liebe Geschwister. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns verboten, dass wir uns so einer Fitna aussetzen. Er sagte uns, Fitnan ka qita'il laylin mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya wa fi riwaya qalil. Es wird so viel an Fittern geben, und wallahi, die Schwimmbäder gehören dazu. Es wird so viel an Fittern geben, an Versuchung, wie die Dunkelheit der Nacht. Einer von euch steht morgens als Gläubiger auf und geht abends als Käfer zu Bett. Wallahi al-Azim, wie viele Leute haben ihre Religion verkauft für eine Frau? Für eine Frau! Eine Frau, die ihnen den Verstand verdreht hat. So ist er mit ihr mitgegangen und hat seine Religion gänzlich verlassen. Und dieser will auch nichts mehr mit seiner Religion zu tun haben. Was war der Grund? Diese Fitna. Diese Fitna, das ist eine gewaltige Fitna, dass du dich zum Schwimmbad begibst. Und ich rede auch zu meinen Lieblingen, zu den Jugendlichen vor allen Dingen. Dass du dich zum Schwimmbad begibst und dort dich der Fitna aussetzt. Nackte Frauen und auch Männer. Wir haben gesagt, du darfst nicht mal als Mann Männer sehen, die ihre Aura nicht bedeckt haben. Und glaub mir, da sind die Leute nicht bedacht darauf, ihre Aura zu bedecken in diesem Schwimmbad, sondern sie leben, wie sie leben. Sie leben, wie sie leben. Ja, Chua, wir haben einen Verstand bekommen. Allah hat uns mit seiner Gnade einen Verstand gegeben, dass wir Allah damit erkennen und nicht nach unseren Gelüsten trachten. Allah Azza wa Jal, er hat diejenigen als Tiere bezeichnet, als Vieh bezeichnet, die ihren Gelüsten freien Lauf lassen. Ulaika kal an'am bal hum adall. Diese sind wie das Tier, nein, noch niedriger, weil das Tier hat von Allah Azza wa Jal keinen Verstand bekommen. Aber wir haben einen Verstand bekommen. Aber wenn wir agieren wie ein Tier, obwohl wir einen Verstand haben, sind wir bei Allah, wir Muslime, sind wir bei Allah niedriger als das Vieh. Niedriger als die Tiere. Akzeptierst du so etwas als Muslim für dich? Niemals, wallahi, wirst du so etwas akzeptieren. Und wir sehen die Frauen, dass sie in diesem Schwimmbäder sind. Unsere muslimischen Schwestern, Leila, Jasmin, Fatima, Aisha, sie sind dort. Haben das die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat den Frauen gedroht. Er sagte in einer authentischen Überlieferung, مَا مِنْ إِمْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِي غَيْرِ بَيْتِ أَهْلِهَا إِلَّا هَتَكَتْ أَسْسِطْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا. Keine Frau, keine Frau zieht sich um in einem anderen Haus als dem Haus von ihrem Ehemann. Das ist eine Metapher. Bedeutet, sie zieht sich an einen Platz aus, wo sie nicht vor der Fitna geschützt ist und wo sie gesehen wird, wie nur ihr Ehemann sie sehen darf. Keine Frau zieht sich außerhalb ihres Hauses um, außer
dass Allah den Schleier zwischen sich und ihr hinwegnimmt. Allahu Akbar. Normalerweise schützt Allah Azza wa Jalla dich, dass du nicht das Üble tust. Aber wenn du das Üble tust, Allah nimmt den Schleier hinweg und du bist Shaitan ausgesetzt. Und deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, er sagte, لَا تَظُنْ أَنَّ الشَّيْطَانَ غَلَبَكْ وَلَكِنَّ الْحَافِظَ أَعْرَضَ عَنْ. Glaube nicht, dass der Shaitan dich besiegt hat. Vielmehr hat Allah den Schutz von dir weggenommen. Und deswegen, nur deswegen, ich betone es, konnte Shaitan dir etwas machen. Hätte Allah den Schutz über dich behalten, wallahi, wenn 1 Million Shayatin um dich herum wären, sie könnten dich nicht in die Irre führen. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Aber weil er den Schutz genommen hat, und ich sage zu der Schwester, wenn du dich außerhalb des Hauses von deinem Mann ausziehst, ich erkläre den Hadith, dann wirst du dich Allahs Zorn aussetzen und er nimmt den Schleier zwischen sich und dir. Das ist eine gefährliche Überlieferung, eine Warnung vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Was bedeutet das? Heißt das, wenn sie jetzt in das Haus ihrer Schwester geht und dort sicher ist, dass sie ihre Klamotten ausziehen kann? Nein, das meint es nicht. Es meint, dass sie an Plätzen ihre Klamotten wechselt, auszieht, wo sie auch dann begehrt, Haram zu machen. Wo sie dann auch von den anderen, die nicht für sie das Recht sind, gesehen wird. Dann ist sie dieser Warnung ausgesetzt. Wir haben auch viele Schwestern, die gehen zum Hammam. Und wir wissen, die Schwestern, sie schützen ihre Aura nicht. Sie denken, nur weil sie mit einer anderen Schwester zusammen sind, dann dürfen sie etwas von ihrem Oberkörper sehen. Nein, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَلَا تَنْظُرُوا إِمْرَأَةٌ إِلَىٰ عَوْرَةِ إِمْرَأَةٍ. Und eine Frau darf nicht auf die Aura von einer anderen Frau schauen. Selbst wenn muslimische Frauen untereinander sind, dürfen sie nur die Wudu-Stellen voneinander sehen. Nicht mehr und nicht weniger. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Daher geziemt es sich nicht, dass du vielleicht sogar mit deiner Familie, wie wir das auch heutzutage kennen, dass Geschwister, möge Allah so gern sie und uns recht leiten, zu Stränden gehen, zu Orten der Fitna und dort sich hinlegen mit ihrer Frau und von jenem angeguckt werden. Allahu Akbar. Ein Bruder, er zieht sich aus, halbnackt vor den Menschen, legt sich hin und seine Frau liegt neben ihm und es macht ihm nichts aus. Diesen Bruder nenne ich nur einen Hadith. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةِ. 3 Leuten hat Allah azza wa jalla das Paradies verboten. مُدْمِنُ الْخَمْرِ, den Alkoholabhängigen, وَالْعَاقَ, und denjenigen, der ungehorsam ist gegenüber seinen Eltern, وَالْدَيُّوثِ, und den Eifersuchtslosen. فَسَأَلَ الصَّحَابَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ. Sie fragten, was ist الدَّيُّوث? مَنْ هُوَ الدَّيُّوث يَا رَسُولَ اللَّهِ. Er sagte, الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَرْفِ. Derjenige, der für seine Familie das Üble zulässt. Und ich rede zu einem jeden Bruder und zu einem jeden Vater und zu einem jeden Ehemann. Du gehörst zu dieser Kategorie der Youth, möge Allah uns davor bewahren, wenn es dir nichts ausmacht, wie deine Frau draußen herumläuft. Wenn es dir nichts ausmacht, dass du mit deiner Frau am Strand liegst und jeder Mann sie begaffen kann. Sagt man heutzutage, die Frauen tragen Burkini. Allahu Akbar. Yani subhanallah, unabhängig davon, was jetzt jemand anhat, ist das ein Ort, dieser Ort der Fitna, wo ein Muslim sein sollte? Wo es nacktes Fleisch um ihn herum gibt? Ist das erstmal ein Ort? Und selbst wenn sie beide mit einem Schneeanzug bedeckt wären, dürften sie nicht dort bleiben, weil das ein Ort der Fitna ist. Und diese Masabih al-Mukhtalata, diese gemischten Schwimmbäder, sind eine der größten Fittern, die wir heutzutage haben, liebe Geschwister. Wallahi, wie viele Vergewaltigungen sind passiert von unseren Leuten, die sich nicht mehr
unter Kontrolle halten konnten. Weil überleg, du siehst die ganze Zeit nacktes Fleisch von den Frauen, von den Männern. Und dann wirst du nicht wissen, wie du mit diesem Druck umgehst. Und bei vielen endet das im Haar. Und das ist eine gefährliche Sache, liebe Geschwister. Sogar wenn wir sagen, ein Mann darf nicht auf die Aura von einem Mann gucken und eine Frau nicht auf die Aura von einer Frau, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, la yanduru rajulu ila aurati rajul, wa la tanduru al-mar'atu ila aurati al-mar'a. Ein Mann darf nicht auf die Aura von einem Mann gucken. Wie ist das denn von einer Frau? Und eine Frau darf nicht auf die Aura von einer Frau gucken, weil manche Frauen denken auch, wenn sie selbst untereinander sind, gibt es keine Aura. Doch, die Wudu-Stellen dürfen gesehen werden. Mehr nicht. Mehr nicht, das ist eine Religion der Reinheit. Das ist eine Religion der Rechtschaffenheit. Das müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Subhanallah, dann siehst du einen, der liegt mit seiner Familie am Strand und jeder schaut sich seine Frau an. Wie viele Blicke hat sie geerntet? Wie viele Blicke hat er gemacht an diesem Tag? Und Ibn al-Qayyim, und damit will ich schließen, liebe Geschwister, er sagte, Aslu-Dini al-Ghayra. Die Grundlage für die Religion ist die Eifersucht. وَمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ. Und wer keine Eifersucht hat, so hat er auch keine Religion. Warum? فَالْغَيْرَةُ تَحْمِي الْقَلْبِ. Denn die Eifersucht, sie schützt das Herz. Sie schützt das Herz und auch die Körperglieder. Warum? Und diese Reira, das ist dein Motor im Körper, wenn dieser kaputt ist, wenn dieser gestört ist, ist auch deine Empfindung für die Religion gestört. Diese Reira, diese Eifersucht hält dich ab von schlechten und abscheulichen Taten. Du siehst zum Beispiel bei einem Gläubigen, wenn er nur eine Frau halbnackt auf der Straße sieht, ohne dass er sie sehen wollte, Astaghfirullah, es kommt herausgeschossen, weil er es nicht für sich akzeptiert. Und Allah liebt diese Herzen. Allah liebt Herzen, die das Schlechte von sich abwenden. Aber du siehst Leute, sie rennen in die Fitna herein. Und er will schauen, was er schauen will. Und er will genießen, was er genießen will. Und es macht ihm gar nichts aus, dass Allah Azza wa Jal ihn sieht, während er sich das gesamte nackte Fleisch anschaut. Subhanallah, was für unterschiedliche Herzen, liebe Geschwister. Er sagte auch Ibn al-Qayyim, وَعَدَمُ الْغَيْرَةِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. Und dass man keine Eifersucht hat, dieses tötet das Herz. Dieses tötet das Herz. Warum tötet es das Herz? Weil du hast keine Eifersucht mehr, dein Motor ist kaputt, dein Auto kann nicht mehr fahren und weil du diese Eifersucht nicht mehr hast, lässt du auch alles zu, bis du siehst, dass manche Leute zum Schluss so auf diese Art und Weise mit ihren Frauen am Strand liegen, als ob sie Fische wären und jeder schaut sie an, ihre Reira, ihre Eifersucht ist weg. Ist weg. Wie du siehst, dass manche Leute heutzutage Freundinnen untereinander austauschen. Ja, und er lässt seine Frau mit den und den weggehen. Seine Frau. Und er lässt zu, dass sie angefasst wird, dass mit ihr gelacht wird. Das, subhanallah, wo sind wir? Wallah, ich spreche die Männer an. Das ist ein Zustand, den wir niemals akzeptieren dürfen, wenn wir nicht als Dayuth gelten wollen. Wenn wir nicht als Dayuth gelten wollen. Subhanallah, das ist ein gefährlicher Zustand. Du hast eine Aufgabe, deine Familie zu schützen. Und ich sage ganz klar, wer seine Frau warnt, dass sie so herausgeht und wer ihr sagt, du darfst so nicht herausgehen und sie geht so heraus, du zählst nicht als Dayuth. Warum? Du hast nicht das Schlechte für sie akzeptiert, aber der Dayuth, er akzeptiert das Schlechte und deswegen ist er ein Dayuth. Deswegen sage ich auch den Frauen, die eine Burkini tragen wollen, ja, was ist eine Burkini? Zeigt sie nicht die Körperformen, die Konturen? Zeigt sie das nicht? Und welcher Mann wird akzeptieren, dass so eine Frau, wenn sie auch 1000 Burkinis anhat, zwischen den Männern herumschwimmt? Das macht keiner, der Religion und Ehre hat. Verzeiht mir, liebe Geschwister, ich möchte es nicht so hart ausdrücken, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Wir sind gestandene Männer, alhamdulillahi rabbil alamin. Wir sind Muslime, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jeder von euch ist ein Schafsherde und jeder von euch ist verantwortlich für seinen Schafsherde. Solange wir nicht darauf schauen und auch bestimmte Sachen umsetzen, was passiert mit unseren Frauen? Das, was du jetzt siehst. Das, was du jetzt siehst. Wir sehen ein Bild, dass die Frauen nicht mehr zu unterscheiden sind von einer Frau,
die nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und wenn diese muslimische Frau auf der Straße liegt und vielleicht gestorben ist, man wüsste nicht einmal, dass sie Muslima ist. Und ich sage zu einer jeden Schwester, du wirst bedeckt werden, ob du willst oder nicht. Spätestens an dem Tag, wo du gestorben bist, wirst du komplett bedeckt werden, vom Fuß bis zu dem Kopf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor allen Fittern bewahren. Möge Allah azza wa jal uns nicht in diese Fittern eingehen lassen. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya fi hadhihi al-lahza tayyiba al-mubaraka al-kalima an taghfir lana dhunubana diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. Allahumma arzuqna qabla al-mawti tawba wa 'inda al-mawti shahada wa ba'da al-mawti jannatan wa na'ima. Allahumma arzuqna husna al-khatima ya rabbal alamin wa akhiru da'wana al-hamd لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.